Einen schönen Juden, meine Guten. Ja, zum Donnerstag kommt nochmal ein Video raus. Ist heute ein paar kleine Neuigkeiten. Die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Aber als erstes machen wir erstmal Glücksrad. So, was gibt's denn Schönes? Oh, guck mal, hier gibt es einen kleinen Zaun. Ja, da habe ich ein oder zwei Dinger von. Schauen wir mal, was wir da so kriegen. Oh, knapp daneben. Oh, eine Kerze. Kerze ist auch immer geil. So, ein Gratisversuch haben wir noch, weil wir den Farmpass gekauft haben. Dank eurer Hilfe. Jawohl, danke. Wolle, habe ich gebraucht. Kriege ich so sehr selten. Ja, Tagesguck haben wir hier heute. Doppelte Münzen bei den Stadtbesuchern. Okay, ja. Nee, Stadtbesucher nicht, hier Farmbesucher. Hier, da. Da bekommen wir sie. Ja, klar. Meine ganzen Segen. Mühselig zusammengesammelt. Nee, das wollen wir auch nicht verkaufen. Wollen wir auch nicht verkaufen. So, was gibt's Neues? Die haben hier gratis. Erstmal hier Sprengstoff. Holen wir erstmal gratis. Und zwar haben sie hier den Meilenstein Nummer 4, den letzten, geholt bei YouTube. Und wir kriegen eine Deko gratis. Die stellen wir uns natürlich mal hin und schauen uns die mal an. So, Ostern kann jetzt natürlich weg. Die stellen wir hier nochmal so ein bisschen hin. Ich wurde angeschrieben, hier die Kanone. Die gab es natürlich nur Ostermontag beim Greg zu holen neben dem Haus. Wer sie bis dahin nicht geholt hat, hat leider Pech gehabt. Des Weiteren, weil ich schon angeschrieben habe, ich habe sie nicht gekriegt. Wahrscheinlich haben es einige nicht gekriegt. Natürlich Support. Ich kann da natürlich nichts ändern. Support anschreiben. So, was haben wir hier? Na komm, das kann auch einmal weg hier. Auch die ganze Ostergerümpel, das war hier Marinara. So, wir wollen jetzt erstmal hier die neue Deko hinstellen. Ach, wie süß. Ach, was ist hier süß. Okay, na gut, aber hier so ein paar Maiglöckchen dran. Sehr schön. Besser haben als brauchen. Ist okay, ist okay. Kleine nette Geste. Wir wollen ja nicht immer drauf rumhauen. Aber kleine nette Geste, jawohl. Sehr schön. Aber so kann man natürlich auch Abonnementen bringen. Ich muss vielleicht auch meine Deko rausholen, dass ich auch mal die 2 Millionen kriege. In dem Sinne natürlich, wie immer, Abo drücken. Gibt's bei mir für Umme. Und tut nicht weh, kostet euch nichts. Aber hilft mir ungemein weiter. Danke dafür. So, und Tal hat heute angefangen. Wir gucken mal rein. Kann ich denn hier irgendwas mal was Schönes abgreifen? Ja, hier oben gleich natürlich die Hühner. Das wird immer nicht so viel. Da haben wir nochmal Dokumentenrolle hier. Ah, ein Puzzleteil. Dann haben wir hier zweimal Dokumentenrolle. Noch ein Puzzleteil. Noch eine Dokumentenrolle. Ja, gibt immer schöne Sachen und die kann ich alle nicht holen. Also wenn ich eins holen kann, dann bin ich immer glücklich. Ich denke mal, so eine Dokumentenrolle wird noch drin sein. Dann gucken wir uns an hier. Die Deko dafür. Ja, das sieht hier aus. Früchteverkäufer. Das ist hier. Ich habe, wie vorhin gesehen, ein größer Donald Duck mit Umhang. Irgendwie sieht das hier aus. Wirklich Donald Duck mit Umhang. Okay, sieht ganz lustig aus. Ja, ich denke mal, ich hätte auch nicht jeden Monat irgendeine Idee. Die Ideen gehen dann auch aus. Ist okay. Wieder eine schöne Deko, die ich hinstelle und dann wieder ins Inventar reinballer. So, dann haben wir heute schon 3 Hühner gelunzt. Jawohl! Ich habe ja mal gesagt, im Durchschnitt sollte man 5 Stück holen jeden Tag, damit das passt ungefähr. Ja, haut hin, 3 Stück, dann vielleicht noch 2. Wir können ja erst nochmal, ich habe hier heute schon geholt, 3-mal drehen konnte ich. Ihr seht dann natürlich, was heute gebraucht wird, beziehungsweise was morgen gebraucht wird. Da können wir hier noch mal ein bisschen rumdödeln. Vielleicht finde ich eine schöne Stelle. Was muss ich denn heute überhaupt machen? 7 anfangen, eine Gruppenbestellung, 3 Bestellungen abschließen und einmal Fischladen. Okay, ja. Ja, komm, machen wir einfach mal. Eigentlich gute Erfahrung habe ich hier immer unten links in der Ecke gehabt. Da kann man immer so ein bisschen rumfahren. Das war immer relativ schön gewesen. Mal gucken. Ich habe natürlich den Plan auch noch nicht gesehen, wie das komplette Land aussieht. Gibt es aber bei Facebook. Aber ich denke mal, wir fahren hier mal einfach drauf los. So, guck mal, schon 2 haben wir schon fertig hier. Jawohl, zack. Komm, dann fahren wir einmal rum hier. Kriegen wir noch mal eins. Gut. Hier viel Wasser da. Okay, zack, da.
Das machen wir hier hin. Da haben wir schon mal einmal einen Imbiss. Das ist schon mal gut. Den können wir mitnehmen. Und da oben haben wir schon mal... Da haben wir schon mal einmal die Fischbude. Okay, vielleicht mal auf dem Monitor hier gucken, ob wir vielleicht unter anderem mal schon irgendwas finden. So, hier unten wäre die Ecke. Sieht aber nicht nach... Sieht nach einem schlechten... Haben wir das bedient? Ja. Sieht nach einem schlechten Plan aus. Sieht nicht gut aus, was wir hier hätten. Hier oben sieht er schon... Ja, da ist die Fischbude. So, vielleicht kommen wir da hin. Gucken wir mal. Einmal hier hin. Ja, da haben wir schon eine Massenbestellung. Das ist schon mal was. Wahrscheinlich wieder zurück. Ja, wie immer. Das ist wirklich wie immer. Ah, jetzt habe ich nur noch 5. Muss ich noch ein bisschen was sammeln. Okay, wir fahren hier nochmal hin. Hier reicht schon gar nicht mehr. Ach komm, fahren wir hier unten hin. Aha, schon wieder eine Massenbestellung. Alles egal. Können wir mitnehmen. Vielleicht nur 2 zurück oder sowas. 1 zurück. Auch wieder dahin. Ja. Das hat nicht gefunzt. So, was kriegen wir denn schönes? 3 grüne Lappen. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, letztes Mal habe ich ja hier komplett die Leiste fertig gekriegt. Ja. Dann bekommt ihr zum Schluss nochmal, könnt ihr nochmal diese hier Lucky Bonus machen. Aber ja, habe ich auch nicht viel geholt. Ich hab's versaut. Kann sein. Okay, sollte so gewesen sein. So, wir gucken nochmal schnell rein ins Derby. Wir sind relativ gut. Der erste hat. Wir waren gestern ersten Platz gewesen. Der erste ist natürlich schon fertig. Wir holen natürlich alle 3 Häschen. Ist jetzt so ein bisschen Leerzeit. Wir haben bis auf die 7. vorgerückt. Und dann holen wir am Freitag wirklich alles. Das letzte Häschen. Und dann mal gucken, so wie es aussieht. Scheint der 3. Platz auch Häschen zu machen. Wir kämpfen um den 2. Platz, sage ich mal. Der 1. ist fertig. Die haben in der Häschenzeit angefangen, aber keine Häschen wahrscheinlich geholt. Oder nur einmal und dann abgezwiebelt, um Goldpokal zu holen. Aber es ist nicht so wichtig. Die Häschen sind viel wichtiger. Guckt euch das mal an, die ersten beiden Häschen. Da gibt es schon Puzzleteil und da gibt es schon eine schöne Schubkarte oder hier 3 Nägel. Auf jeden Fall sehr nice. Und das 3. holen wir uns natürlich auch und gucken, ob wir den 2. Platz kriegen, beziehungsweise den 3., weil der 4. scheint auch Häschen zu machen. Sieht alles gut aus, jawohl! Und aufgabenmäßig ist hier auch schon alles gut vorbereitet. Guckt euch das an, das sind ruckzuck für euch Aufgaben. Ich bin da, guter Hoffnung! Ja, sind wir. Wir haben diese Woche noch einen Neuzugang bekommen. Ja, herzlich willkommen, die Anne. Anna ist dazu gekommen. Sehr schön. So, ich wurde gefragt wegen der Gemeinschaft, ob man hier natürlich auch noch zuhauen kann. Hier ist das Kürzel nochmal, wer rein will. Wir machen auf jeden Fall 320er Aufgaben. Hasenblüten-Bingo, natürlich Mystery wird immer gespielt bei uns. Und der Facebook-Messenger sollte Pflicht, also sollte da sein. Wir haben ein Mitglied. Es ist natürlich immer dumm, weil da tauschen wir uns ein bisschen aus. Wenn Facebook ist einfacher als hier, weil hier im Chat, wenn natürlich, wenn ich morgens zur Arbeit gehe und dann nachmittags nach Hause komme oder sowas, oder nachmittags, ja, dann ist da 99 plus. Vielleicht wird eine Tag ist Funkstille und ein anderer Tag wird viel, gerade beim Derby wird viel unterhalten und da geht das eine oder andere verloren. Im Chat kann man da mal immer schnell nachgucken. Da ist das eigentlich ganz easy. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch. Ja, ich denke mal, ein schönes Wochenende auf jeden Fall ab morgen. Viel Glück da draußen. Tschüss, wie immer. Euer Onkel Jens.